Ja, hallo Evan. Ariane, könntest du mich von Downtown Cape Centrale abholen? Ich habe mein Auto vergessen. Ja, mach ich. Bis gleich. Dankeschön, tschüss. Ariane. Evan. Schön, dich zu sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute freue ich mich doppelt. Warum? Weil ich heute einen neuen Mantel anhabe und gerne wissen wollte, wie er dir gefällt. Nein, Spaß. Oh, er steht dir wunderbar. Du bist wirklich immer gut angezogen. Du auch, Ariane. Du auch, ne? Dankeschön. Ich habe heute den Pfadfinderlook. Das zeige ich dir gleich mal, wenn ich aussteige. Oh, bin ich gespannt. So, freue ich mich drauf. Könnte ein wenig laut werden mit dem Auto. Weil? Deinem ehemaligen. Ja, weil, weiß ich nicht. Die? Ich glaube, zwischenzeitlich ist Maxim wieder gefahren, weil ich habe eigentlich immer gut drauf aufgepasst. Und dann hast du den Auspuff angebohrt und jetzt klingt er anders. Ja, er klingt wirklich ein bisschen anders, aber ich mache mir mal noch keine Gedanken darum. Wie geht es dir, Evan? Also, verrückte Zeiten sind es, Ariane. Aber viel wichtiger ist auch, wie geht's dir? Ein bisschen gestresst durch die Arbeit, aber ansonsten. Ich war jetzt 3 Wochen tatsächlich, ja, mal auf der Insel, mal nicht. Also ja. Ich war nicht wirklich unterwegs. Und ja, im Job merkt man das so ein bisschen, dass man da ein bisschen raus ist. Aber sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll, aber die Bedrohungslage, bist du da jetzt wieder safe? Hat sich da was ergeben? Hat sich das beruhigt? Nein, ich würde mal sagen, dass sich die Dinge über die Zeit beruhigt haben, tatsächlich. Ah, Aber es ist erstmal schön, dass du da bist, Ariane, dass du wieder hier bist und dass du vor allem auch irgendwie Beruf und so unter deinen Hut bekommst. Ja, nicht wirklich, ne? Aber okay. Ich tue so, als ob. Hast du es dir so vorgestellt, dass du dich dafür entschieden hast, beim PD anzufangen? Also. Ja, es ist. Schwierig zu sagen, Evan. Es ist so die Ausbildung, die sehr viel Zeit frisst. Das war mir aber auch klar. Man muss sehr viel lernen. Weißt du, für mich ist das alles sehr fremd. Mir ist das alles sehr fremd. Ich habe mit dem Thema vorher nicht wirklich viel zu tun gehabt. Deswegen gibt es viel zu lernen, auf jeden Fall. Es gibt ja so die ein oder anderen Überflieger, dazu gehöre ich halt nicht. Und ja, das frustet mich so ein bisschen, aber ist ja normal, ne? Wenn man eine Ausbildung macht, da dauert das halt ein bisschen. Wenn man besonders viel lernen muss, ich will gar nicht wissen, wie viel ein Staatsanwalt lernen muss, aber... Das schreckt mich auch so ein bisschen ab, wenn ich drüber nachdenke, ne? Aber beim PD generell muss es ja auch extrem sein. Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, du würdest definitiv, nein, ich bin mir sicher, du würdest besser durchkommen als ich. Vor allem in diesem Monat bin ich öfter mal in Kentucky, weil die Leute möchten viele Spendenaktionen machen und ich helfe ja da so einen Charity-Verein mit. Und da muss man auch mal manchmal spontan halt weg. Verstehe. Ja, aber komm, jetzt, wir fahren jetzt mal zu dieser wunderschönen Deko, die passt nämlich so gut zu meinem Outfit. Und dann, ich hatte da gerade richtig demonstrativ auf dich gewartet. Oh, okay, ohne zu wissen, dass ich da bin. Nee, ich dachte, wir treffen uns am... Achso, ja, das war auch mein Plan, aber ich habe vergessen, dass ich mein Fahrzeug vergessen habe und auf dem habe ich vergessen, Winterreifen aufzuziehen und ach, all das habe ich zusammen vergessen, als ich aus der Dienst gegangen bin. Ja, nee, das ist nicht gut und gefährlich. Ja. So, dann zeig mal dein Mantel. Oh mein Gott, Evan, der sieht wirklich schick aus. Ariane. Sehr mutig mit der Hose aber auch. Also du, man muss schon sagen, du bist mutig und das gefällt mir. Naja, es ist halt so, du kennst mich ja, ich mag ja das Farbenfrohe, ne? Ja, was Farbe muss auf jeden Fall immer sein. Ja, du siehst auch großartig aus. Und das ist das gesamte Outfit, was du mir jetzt eben zeigen wolltest, ne? Ja, das ist mein Pfadfinder-Outfit. Pfadfinder-Outfit? Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie wie eine Pfadfinderin. Sollen wir uns da vorne hinsetzen? Gerne, willst du was Warmes trinken? Bon Kaffee wäre wirklich super. Ja, mache ich. Mit Milch oder Zucker? Einfach schwarz. Dann können wir uns ja da vorne auf diese wunderbaren Hell-Bänke setzen, ne? Ja, nice so, da ist so, gerne. Schwarzer Kaffee kommt. Hier waren gerade auch noch Leute, aber die sind jetzt weg. Wir sind ganz alleine. Ja, wunderbar. Was für ein fetter Baum. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist wirklich schön mit der Deko hier. Ja, da haben
Sie ist wohl Mühe gegeben beim Dekorieren und ich freue mich auch sehr drüber, weil ich habe ja den Wunsch schon vor einiger Zeit geäußert, dass es hier mal ein bisschen eine optische Aufwertung gibt. Wenn das jetzt hier mit Weihnachten kombiniert wird, freue ich mich natürlich sehr. Ne? Okay, ich muss aber sagen, das ist wirklich voll süß mit den zwei Zuckerstangen hier und dem Baum. Ja, ich weiß, ja. Ach, toll. So. Ich gebe dir das in so einen Becher rein. Kannst du dir, brauchst du keine Tasse nehmen, ne? Super, danke schön. Hauptsache irgendwas Warmes und irgendwas, was wach macht. Ja, da haben wir ja genug dafür da. Das ist ja kein Problem. Bitteschön. Dankeschön. So, Evan, dann ja. Dann möchte ich eigentlich die... Sag mal, haben die irgendwie die Bänke ein bisschen tiefer gelegt, oder? Nee, nicht. Ja, gerne. Ach. Du siehst doch gut. Ist doch alles fein. Apropos Pfadfinder. So. Gut. Doch alles gut, Ariane. Ja, es ist alles in Ordnung, ja. Genau. Soll ich dir eine Decke holen? Ja, eine Decke wäre wirklich super, aber weißt du, irgendwie sitze ich wirklich hier komplett unbequem. Weißt du, was noch besser ist? Wir werden uns hier hinsetzen, da ist das Licht nicht so grell außerdem. Ja. Ah. Moment. Nochmal in der Decke. Oh, das ist ja lieb, dankeschön. So, jetzt ruft gerade eine Kollegin an, aber ich gehe mal nicht ran. Du kannst ruhig rangehen, ich lauf dir nicht weg. Ja, nee. Jetzt ist Feierabend. Ja, komm, ich stelle jetzt mal die unangenehme Frage. Mhm. Was ist mit deiner Mutter? Ja. Also sie hatte eben einen sehr schweren Unfall, ne? Ja. Und sie ist jetzt vor ein paar Tagen, ist sie aus dem Krankenhaus entlassen worden. Uff, okay. Das ist ja schon mal gut und beruhigend. Ja, nach vielen Wochen, ich glaube 3 oder 4 waren es jetzt, ne? 4 Wochen, glaube ich, waren es jetzt. Das muss aber ein mächtig krasser Unfall gewesen ja, sein. Ja, und das war es auch. Und das war es auch. Und, naja, es waren also unzählige Operationen notwendig und jetzt folgt dann so noch ein Heilungsprozess ein wochenlanger und danach noch monatelanger Reha und dann ist noch immer nicht klar, ob es so jemals wieder vollständig gehen kann. So ein Ding ist das, Ariane. Mein Gott, womit hat die Frau das verdient? Sie hat doch gerade erst... Naja, du hast deinen Vater verloren, sie hat den Mann verloren. Was ist da... Was ist passiert, Evan? Ja, genauso geht es ja auch gerade, ne? Ein Mann verloren. Im Prinzip ja irgendwo auch ihren Sohn ziehen lassen müssen, weil ich eben weggezogen bin hierhin. Und dann das, ne? Also, genauso geht es ja auch. Hast du denn Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Was es auch nicht besser macht, ne? Ja. Wer passt denn gerade auf sie auf? Niemand. Die Familie guckt ab und zu vorbei, ne? Und hilft ihr vor allem zu Hause. Ja, sie wechseln sich wohl so ab, aber niemand Konkretes, ne? Sie gucken halt immer, wer Zeit hat, ne? Dass sie vorbeikommen. Das und, ist bitter. Ja, das ist extrem bitter. Das ist extrem bitter, aber deswegen musste ich auch so schnell weg, als ich das gehört habe, ne? Weil ich genau wusste, da kann sich jetzt niemand kümmern, nur ich. Ich werde dir das nie vergessen, dass du mich da auf dem Flughafen gefahren hast. Ich möchte dir nochmal danken dafür. Ach, Evan, du bist zu lieb. Das hätte wirklich jeder gemacht. Ich bin froh, dass ich da so spontan Zeit hatte. Also, dass das alles so gut funktioniert hat. Ja, natürlich, ja. Es musste ja sehr schnell gehen. Das stimmt. Würde ich jederzeit wieder machen. Das ist lieb. Ich auch für dich, natürlich, wenn es geht. Ne? Gibt es denn irgendwelche positiven Nachrichten bei dir? Ja. Aber lassen wir uns zuerst über dich sprechen. Larry. Larry.
Erzähl mir alles. Ja, es läuft tatsächlich gerade besser als je zuvor. Oh, das wollte ich hören. Er gibt sich sehr viel Mühe. Er hat sich die ganzen Dinge zu Herzen genommen. Er hat sogar alleine den Weihnachtsbaum gekauft und mich damit überrascht. Nee. Ja, also shoptechnisch läuft es bei ihm wohl auch wunderbar, aber also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ja. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass ich das ja schon mal mit ihm durchgemacht habe. Und diese Angst, wie lange das halt wohl diesmal anhalten wird, und so sollte man ja eigentlich gar nicht denken, das ist mir ja auch bewusst. Aber diese Angst ist halt noch da und die ist auch relativ groß, dass ich das, was gerade passiert, gar nicht wirklich genießen kann. Weil wir hatten wirklich, Evan, den richtig fiesen Zoff. Also, wir hatten uns dann beim Friedhof getroffen und, um ehrlich zu sein... Was für ein Set der Bauch, ne? Ja, wir können von da oben auf unsere Wohnung schauen. Da ist so eine schöne Aussichtsplattform. Und man hat Ruhe und es ist still. Tote reden ja nicht wirklich. Auf jeden Fall, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns trennen werden. Also entweder spreche ich es aus oder er spricht es aus. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass das das Ende unserer Beziehung ist. Wow, so ein richtiger Showdown, ne? Ja, man dachte sich halt, bringt man es hinter sich, es wird nochmal ordentlich wehtun. Dann wieder das Ausziehen, und das hatte ich halt alles schon im Hinterkopf, wie ich das wohl diesmal besser machen kann, im Gegensatz zum letzten Mal. Für uns beide besser machen kann. Und ich habe ihm ziemlich fiese Sachen an den Kopf geworfen, die aber mal gesagt werden mussten. Und er hat tatsächlich richtig stark gekämpft um mich. Das hat er beim ersten Mal so in der Form nicht gemacht. Ich bin dann auch irgendwann aufgestanden und habe gesagt... Scheiße, Larry, warum kämpfst du denn gerade so um mich? Und ja, hier sind wir jetzt. Es hat sich alles gebessert. Es ist nur meine große Angst. Wie lange hält das wohl diesmal an? Ich kann das verstehen, weil auch so viele Gefühle im Spiel sind, dass man da nicht einfach mal vom Besten ausgeht. Aber... Vielleicht zeigt dir Larry ja auch gerade wirklich, wie viel ihm an dir liegt. Und vielleicht ist es halt diesmal wirklich diese Änderung in ihm. Ja, ich hoffe. Ich war jetzt, wie gesagt, hier einige Zeit nicht da. Ich werde am Sonntag nochmal mich mit ihm unterhalten und dann mal schauen, was er so zu berichten hat. Er ist sehr eingespannt durch die Arbeit. Ich werde jetzt ja auch sehr eingespannt sein durch die Arbeit. Und vielleicht ist das tatsächlich im Moment auch das Beste für uns. Ja, Distanz kann auch in einer Beziehung oftmals Wunder wirken. Sollte natürlich kein Heilmittel sein, aber es kann manchmal auch negative Dinge entschärfen. Entschärfen ist das richtige Wort. Ja. Evan, wie läuft's bei dir in der Liebe? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Bist du jetzt endlich mit dieser Dame zusammen? Ihr habt euch doch die ganze Zeit gezopft. Ich hab mir ihren Namen vergessen. Sascha. Ja, genau die. Ist natürlich ein Spaß. Ja, wir... Also Sascha, das war schon lustig, ne? Mit den Rosenblüten da. Mit den... Ah, jo, stimmt. Ja, das war schon ein Gag. Weil vor allem, es war nachher wirklich so... Also warte mal ganz kurz. Ich möchte noch vorher dazu sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr gerade so glücklich seid, ne? Weil du kennst meine Einstellung zum Leben. Und ich denke mir immer, jede Stunde, die man im Leben verbringt, in der man nicht glücklich ist, ist eigentlich eine Stunde, die man nicht unbedingt... auf die man nicht unbedingt zurückgucken will, wenn sich das Leben dem Ende zuneigt. Und je mehr schöne Stunden wir sammeln können im Leben, desto lieber guckt man zurück und desto erfüllter kann man vielleicht eines Tages auch gehen, wenn man muss. Evan, manchmal könnte ich dir wirklich, ich könnte dir, glaube ich, tagelang zuhören. Larry war verwundert, dass wir beide uns so gut verstehen. Für ihn kam es ja plötzlich, dass wir beide Kontakt haben. Dabei haben wir uns ja das ein oder andere Mal unterhalten und getroffen, aber er hatte da was vermutet, aber von dem ich weiß, dass es halt nicht, dass es halt Quatsch ist. Was hat er vermutet? Ja, dreimal darfst du raten. Ach, so ein Unsinn aber auch. Ja, habe ich ihn auch gesagt. Ach Gott. Das ist auch schade, dass er erstmal auf sowas denkt, ne? Statt dass er sich darüber Gedanken macht, auf welche Arten und Weisen man Freundschaften führen kann.
Ja, aber vielleicht ist das auch. Also das erklärt so ein bisschen, wieso er dann zu dir irgendwie nicht so nett war. Was ihn jetzt nicht sympathischer macht, ne? Hi. Eigentlich muss ich ganz ehrlich zugeben, Evan Derry ist nie eifersüchtig bei mir, nie. Ja, eben. Dann verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja, also hast du noch Kontakt mit Sascha? Also Sascha, ne? Ich sag dir jetzt mal was, Ariane, ja, ne? Habt ihr euch gegenseitig jetzt verklagt? Wir haben uns ja wirklich gezofft damals wegen der Sache, ne? Ja. Und ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber wir sind ja kurz danach irgendwie wirklich zu einer Gesprächsbasis gekommen. Also und normale Gespräche? Ja. Und aus einem mir überhaupt nicht erfindlichen Grund wird die Gesprächsbasis immer besser. Oh. Immer und immer besser. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Und ich würde sogar fast sagen, Ariane, es war die Vorstufe schon erreicht, zu diesem Zeitpunkt, relativ zügig, in der man davon sprechen kann, dass man sich besser kennenlernt, wenn du verstehst, was ich meine. Hä, hey, warte mal jetzt. Ja, Ariane? Nein, warte mal, das ist jetzt echt passiert. Das ist jetzt die Wahrheit, was ich dir erzähle. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade nicht für voll genommen. Nein, ich freue mich voll, das ist das Letzte, womit ich jetzt wirklich gerechnet hätte. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Oh, da bin ich, faule Sau. Ach. Bitte? Ja, da bin ich wieder. Ah, wieder. So, jetzt muss ich wieder. Mensch. Ja. Ja gut, dann wollen wir doch nicht weiter stören. Ne? Wir haben bestimmt wichtige Gespräche. So ist es. Ja, hier ist alles sicher. Der Herr ist auch sehr lieb und ich fühle mich auch sehr beschützt gerade und er bestimmt auch. Das ist doch so gut. Sie haben so einen dünnen Pullover an, frieren Sie nicht? Oh, der ist wirklich relativ warm. Und außerdem habe ich hier eine Decke gebracht. Ne? Das genau, ich habe eine Decke auch. Super Sache. Was ein Gentleman hier. Ja, der Elvin halt. So ist er. Ja, super. Super, super. Okay, ja, dann stören wir nicht weiter, ne? Ja, ich störe dich da, aber. Schönen Abend noch. Tschüss. Ein bisschen peinlich, ich bin gerade aus der Dienst gegangen, jetzt sitze ich hier. Naja, du hast auch ein Recht auf ein Privatleben, ne? Auf jeden Fall. Das nehme ich mir auf. Nee, aber ja. Evan, ich habe gerade so ein Grinsen im Gesicht. Ich habe gerade, also wirklich, mir tut schon ein bisschen die Wangen weh. Weißt du, was mich ein bisschen ärgert, ne? Dass ihr alle so um uns herum gestanden seid damals und gesagt habt, ja, ne? Also, das, ne, was habt ihr gesagt? Die sind ja verliebt oder was weiß ich, ne? Und du wirfst da die Rosenblätter und die. Also, das ärgert mich wirklich am allermeisten, dass ihr das kommen sehen habt, ne? Nee, ich hab's eigentlich. Ich weiß nicht, also man hat schon gesagt, boah, wäre das ja wirklich geil, habe ich mir so gedacht, ne? Und dann hat man euch natürlich ein bisschen aufgezogen, weil ihr seid ja beide auf 180 gewesen, aber das jetzt, ich werde mich heute Abend in den Schlaf grinsen. Wir haben uns mehrfach getroffen, beim dritten Mal dann waren wir bei mir zu Hause und haben ein bisschen uns gequatscht und uns unterhalten und das Gespräch wurde immer besser, ne? Oh, wie cool ist das denn? Oh, schön, Evan, ich freue mich für dich. Und ich freue mich für sie. Und dann ging das alles in die Brüche. Gut, das ist der Plotfest des Jahrhunderts, Evan. Dann ging das tatsächlich alles in die Brüche, Ariane. Genau. Ja, gut, okay. Du kannst die Spannung wirklich aufbauen. Das ist nach der Bahnfahrt gewesen. Okay, wir fahren gerade nach unten. Erzähl. Wir fahren sehr steil nach unten, denn das Problem ist, glaube ich, also es hätte auf jeden Fall zwischen uns auf eine gewisse Art und Weise vielleicht funktioniert, ja. Das will ich jetzt vielleicht gar nicht mal abstreiten. Also es hätte funktionieren können auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, von der Perfektion wäre das sicher weit entfernt gewesen, Ariane. Man muss schon sagen, dass das einfach auf gewissen Ebenen auch nicht gepasst hätte, ja. Mhm. Aber ich muss dir auch sagen, es war auch auf eine gewisse Art und Weise sehr erfrischend. Aber irgendwie halt auch dann. Kannst du dich zurückerinnern, Ariane? Ich habe dir irgendwann mal eine SMS geschrieben.
Da habe ich dir schreiben sollen, dass ich nach Hause komme. Wenn ich zu Hause bin, soll ich dir schreiben, hast du gesagt damals. Und dann habe ich dir ein Wort geschickt, bei dem ich dir dann später erklären wollte, warum ich dir das geschickt habe. Und ich suche es gerade. Ich glaube, da ist es, am 18.11. Da habe ich dir geschrieben, am 18.11. Winter. Genau, da habe ich dir geschrieben, Winternachtstraum. Und ich konnte dir jetzt in den letzten 30 Tagen nicht erklären, was ich damals eigentlich sagen wollte, aber jetzt kann ich es dir erklären. Dann bin ich jetzt gespannt. Ich habe dir Winternachtstraum geschrieben, weil ich dir damit sagen wollte, dass das mit Sascha schon auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schön ist. Aber auf der anderen Seite auch nur. Also es ist was Schönes, aber es ist ein Traum, bei dem man irgendwann aufwacht und feststellt, man liegt im Winter, im kalten Raum und ist alleine und außer Gedanken und Wünsche und Träume war dann doch nicht so viel, wie man im Traum dachte, dass da ist. Also man hat, du hast es dir im Traum gewünscht, aber die Realität sah halt anders aus. Du, naja, gewünscht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, oder ja. Wir haben schon mal, Sascha und ich haben das beide wirklich sehr schön erlebt. Also wirklich sehr schön zusammen, ne? So diese Gespräche, man war auf einer Ebene, das war unglaublich, ne? War toll. Aber es war das Große und Ganze halt dann letztlich doch einfach nicht, ja, real, ne? Es war zu wenig, um real zu bleiben. Inwiefern unterscheidet sich das, was du zu Sascha da anfangs empfunden hast, zu dem, was Hallo. Du... zu dem, was du bei Lien empfunden hast, anfangs? Einfach um das für mich einzuordnen. Das Problem bei Sascha war einfach, dass ich anfangs ja überhaupt nicht in diese Richtung gedacht habe, ne? So, das war halt einfach, da war einfach ein Streit da. Das ist vielleicht der größte Unterschied überhaupt. Aber der hat sich halt dann eigentlich in Sympathie aufgelöst. Aber, und das muss ich auch sagen, Sascha ist und war oder war zu dem Zeitpunkt mit den Gedanken auch ganz woanders und sicher nicht beim Thema Beziehung. Ich muss zugeben, ich war auch nicht aktiv auf der Suche, schon gar nicht nach unserem ersten Kennenlernen zwischen Sascha und mir. Mhm. Aber es haben halt auch viele Faktoren einfach gar nicht gepasst, warum, ja, Sascha dann auch irgendwann gesagt hat, es tut dir so leid, sie hat so viele Sachen zu tun und so viele Gedanken im Kopf, sie meldet sich so wenig. Und ich habe es dann auch vollkommen den Kontakt auslaufen lassen, weil... Wie gesagt, das muss von beiden Seiten kommen und wir haben von beiden Seiten, glaube ich, gemerkt, dass das maximal ein Nachtstraum war, wenn überhaupt. Okay, also ist sie jetzt auch nicht wirklich heartbroken und du auch nicht und zwischen euch ist aber alles cool? Zwischen uns ist alles gut, wir haben uns aber auch schon seit einer längeren Zeit jetzt nicht mehr gesehen. Das letzte Mal hier am Adventsfest, vor, was war das, 2 Wochen? Ah, okay. Und da auch nur ganz kurz gequatscht, also... Wenn die Frage nicht zu persönlich ist, was, was ist es denn, was dir da gefehlt hast? Was müsste dein Partner mitbringen? Du hattest auf jeden Fall, du warst mit Lien auf der richtigen Ebene. Ja, anfangs, ne? Man muss auch sagen, dass sich die Probleme dann irgendwann immer vergrößert haben. Also anfangs ist natürlich vieles immer die rosarote Brille und schön. Aber das war dann über die letzten Monate zum Schluss hin schon eigentlich, ja, eigentlich für beide Seiten nicht mehr tragbar, ne? Aber ich glaube, wir waren dann auch beide so, dass wir einfach aufgrund der Treue dann auch weiter dran geblieben sind, ne? Wobei Treue in dem Kontext dann doch vielleicht das falsche Wort ist. Naja, was dich betrifft, nicht. Was mich betrifft, nicht, ja. Genau. Du willst ja heute Abend eine Achterbahnfahrt fahren, ne? Oh mein Gott. Ja, ich bin schon mittendrin, also hau raus. Ariane, ich bin in einer Beziehung. Alter Falter, okay. Ariane! Entschuldigung. Ja? Ich möchte nicht unhöflich sein oder so, aber hätte von Ihnen vielleicht jemand irgendwie einen Kaffee oder einen Energy Drink oder irgendwie was in der Art?
Ich setze gleich hier vor, Dariane, ja? Sekunde. Ja, ja. Gerne. Kommen Sie kurz zum Kiosk. Ich gebe Ihnen kurz was. Ja, ne. Im Stadtpark wirst du halt unterbrochen, ne? Nicht so, ne? Schau mal, das für die Schariane. Haben wir bekommen von der Paradise-Dame. Von der Paradise-Dame? Oh, das ist ja lieb. Oh, lecker. Könnte ich mir direkt. So, Emily, sieht sie. Ja. Das ist aber spannend heute. Meine Güte. Ja, Ariane. So, ich will sofort, ich will alles wissen. Ja. Deswegen setze ich mich jetzt schon mal hier so hin, so. Und ja. Ich setze mich ein bisschen. Da, und, Weißt du, Larry hatte recht, was? So. Ariane, weißt du? Ja, das ist so rutschig, die Bank. Hier ist auch alles zugeschneit. Ariane, möchtest du dich nochmal hinsetzen? Ordentlich, ach, weißt du? Ja. Ja. Oh, wunderbar. So. Ariane. Ja. Alles in Ordnung? Ja. Ich fühle mich hier. Gut. Ich hoffe, du auch, Ariane. Wieso? Warum sehe ich nicht so aus, als würde ich mich gut fühlen? Doch, aber du hast mich gefragt, Evan, und ich habe gesagt, irgendwas dann. Ne? Okay, gut. Ja. So, okay. Reiß dich jetzt zusammen, Ariane. Ich reiß mich zusammen. Jetzt will ich es wissen. Ich will es wissen. Wenn du jetzt sagst, dass du mit der Chefin vom Aldente zusammen bist, dann würde ich mich nicht mal mehr wundern. Hör auf, woher weißt du es? Was? Woher, wer hat's dir gesagt, Ariane? Willst du dich jetzt verarschen? Natürlich. Bin ich von der Chefin von dem Zahnarztladen da hinten zusammen, also da. Nee. Okay, dann. Nein, Ariane. Das mit Sascha war also Geschichte. Ja, ja. Und bei dem letzten Gespräch, wo sie sich entschuldigt hat wegen der Zeit und so, da bin ich gar nicht mehr auf das eingegangen. Da habe ich im Kopf schon abgeschlossen gehabt und dann auch verabschiedet von ihr und aber auch gewusst, das war's, ne? Mhm. Ja, und ich habe dann wenig später eine Dame kennengelernt, Ariane. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war schon interessant. Denn diese Dame arbeitet tatsächlich für die Justiz. Oh, wow. Staatsanwältin, Rechtsanwältin oder Richterin? Richterin. Oh mein Gott, Evan. Ariane. Ja, das hört sich wirklich sehr interessant an. Und ich sag dir eins, Ariane, wir haben uns kennengelernt und wir hatten eine Gesprächsbasis. Das war ebenfalls ein Wow. Ne? Ja, und wir sind den Abend über wirklich. Naja, wie soll ich dir das sagen? In Gesprächen vertieft gewesen und versunken. Und das war wirklich, also, war erfrischend und anders und nicht so 0815 wie sonst halt, ne? Mhm. Und ich, ja, also. Dann hat sie mir ihr Haus gezeigt, ne? Da hat sie da unten gewohnt bei den Vespucci-Kanälen und das war wirklich toll, ne? Also so eine Villa und. Oh, wow. Wirklich, also eine belesene Frau, eine intellektuelle Frau und ja, berufmäßig ehrgeizig, das finde ich immer ein bisschen schwierig dann, ne? Weil wenn zu viel Zeit für einen Beruf drauf geht, wenn man sich da auf was versteift, du kennst ja meine Einstellung zum Leben und so weiter, ne? Ja, deine Einstellung von Leben ist auch meine Einstellung und ja, eben. Ich habe das ja mit Larry alles damals durch. Er hat ja auch selten Zeit, hat auch. Eben. Ja. Deswegen ja. Verstehe ich dich da. Karriere, ne? Aber es muss sicher irgendwas getan haben, weil sonst wäre ja nicht zusammen. Ja, pass auf, Ariane. Und dann, dann hat sie mich eingeladen, bei ihr zu übernachten, ne? Dann habe ich bei ihr übernachtet, allerdings auf der Couch, unten im Erdgeschoss, ja? Und am nächsten Tag haben wir, da ist sie von der Arbeit nach Hause gekommen, ne? Und da habe ich noch einen Kaffee bekommen, dann haben wir uns aufgemacht, sind in die Bar gefahren zum Ellis, dann sind wir shoppen gefahren, dann habe ich ihre Schwester kennengelernt und war ein richtig wunderbarer Abend. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren zu ihr, dann haben wir uns da zu dritt auf die Couch gesetzt, ihre Schwester ist dann schlafen gegangen und dann bin ich mit ihr alleine gesessen, Ariane, und das war wirklich eine tolle Atmosphäre. Wir sind
sehr philosophisch ins Gespräch gekommen und wir hatten uns über das Leben ausgetauscht und über unsere Wünsche und unsere Gefühle. Und es war wirklich, ja, es war intensiv, Ariane. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Evan, du musst auch mal langsam was zulassen. Und ich habe natürlich immer so meine Hintergedanken, ob das auch wirklich alles dann so klappen könnte. Bin mir immer unsicher bei den Dingen. Ne? Und habe das dann aber zugelassen und habe dann gesagt, hör mal, habe ich gesagt, ich, bevor wir schlafen gehen jetzt, ich frage dich jetzt offiziell nach einem Date, ne? Oh, Ariane! Ja! Da kriege ja sogar ich Bauchkribbeln bei. Ja, hat sie gesagt, nee, das geht nicht, sie datet einen anderen Mann. Oh Gott, diese Achterbahn hört einfach nicht auf heute, was? Die hört nicht auf. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, tut mir leid, aber dann geht das nicht. Ja. Ja, und das war's dann. Wie? Ich dachte, ihr seid jetzt... Nee. Aber du... Bist du doch nicht in der Beziehung jetzt? Doch. Ist es wieder eine andere, Evan? Ja. Ich muss mal kurz atmen. Oh. Ariane, beruhig dich. Oh. Evan, ich halte die Achterbahnfahrt kaum noch aus. Es ist eine komplizierte Sache und wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Okay. Gut, weiter geht's. Ariane. Ja. Du musst dir das vorstellen. Sie flirtet mit mir. Sie gibt mir eindeutige Signale. Sie lässt mich bei sich übernachten. Wir kommen auf eine Ebene, wo, naja, sich der, du weißt schon, bei Gesprächen, wo sich dann der Anblick, der Sichtkontakt gar nicht mehr unterbrechen lässt, ne? Ich will nicht sagen, dass da alles perfekt war, auf gar keinen Fall, aber es war intensiv. Und dann kommt sie ums Eck und sagt zu mir, sie datet einen anderen. Ja, das ist natürlich, das verstehe ich dann aber auch nicht. Ich meine, sie ist eine freie Frau. Sie ist ja niemandem Rechenschaft schuldig, aber... Ariane, ich hatte über die letzten Monate hinweg, das ist jetzt ein halbes Jahr, wo ich Single bin, ne? Da habe ich 4 Frauen kennengelernt und 3 davon waren vergeben, verheiratet oder in Dates, während sie mit mir geflirtet haben. Evan, das ist Los Santos. Los Santos ist die Insel der Untreuen. Glaub mir. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber so Leute wie wir sind sehr rar. Ich befürchte und ich wurde 3 von 4 Mal einfach verarscht, verstehst du? Ich wurde einfach verarscht. Ich meine, zum Glück kann man nicht sagen, dass Gefühle im Spiel waren, weil dafür war es in jeder dieser Fälle eindeutig zu früh. Naja, aber geht man dann nicht nach 3 Mal mit gewissen Vorurteilen in das nächste Date? Ja. Das 4. Mal war halt Sascha, ne? Die 4. Dame war Sascha. Natürlich, aber ich versuche ja trotzdem mein Bestes zu tun, um nicht mit Vorurteilen da reinzugehen. Aber irgendwann wird es dir halt sehr schwer gemacht, ne? Und ich sagte wirklich, Ariane, ich bin mit Lami unten am Hafen gestanden am nächsten Tag und plötzlich meldet sie sich, ne? Am Telefon, sag ich, was ist denn, ne? Sagt sie, ja, sie ist so unglaublich traurig über den Ausgang gestern, sag ich, ja, was soll das? Das ist für mich vollkommen alternativlos. Ja. Du bist zu weit gegangen, habe ich dir gesagt. Du bist definitiv zu weit gegangen. Ich habe bei dir übernachtet, du hast mich eingeladen, du hast geflirtet mit mir. Und dann sagst du mir, du gehst auf kein Date, weil du gerade ein Date mit einem anderen hast und erstmal abwarten willst, was da rauskommt. Ja, dann fühlt man sich ja wirklich wie zweite Wahl, wie warm gehalten. Zweite Wahl, nicht. Absolut. Also und selbst dann, du bist einfach zu weit gegangen. Sowas will ich nicht in meinem Leben. Mhm. Ja, aber wenigstens Freundschaft. Wir sind dafür bestimmt, dass wir Kontakt haben, sagt sie am Telefon. Da ist er, hör mal. Hä? Die Sache ist beendet. Das hört sich aber ein bisschen shady an, tatsächlich. Es war auch, wenn die Richterin ist. Ja, es war sehr, sehr, sehr komisch. Weißt du? Ja. Sehr. Also nee, da war ich dann wirklich auch angepisst schon. Ariane, ich war wirklich angepisst einfach. Weißt du, das mit Sascha, okay, ja? Man hat sich kennengelernt, man hat ihm eine Chance gegeben, es hat relativ früh eindeutig nicht funktioniert für uns beide und dann war es erledigt. Mhm. Ne? Naja, ihr wart offen und ehrlich zueinander. Genau, fertig, aus, Ende. Man sollte das von der Richterin eigentlich auch meinen.
Ja, sollte man auch. Und dann kamen so Sachen wie, na, ich habe dir doch überhaupt nicht das Gefühl, ja, weißt du, diese subjektiven Verdrehungen dann, ne? Und, aber natürlich hat sie geflirtet. Und wer lässt denn mich einfach bei sich übernachten und solche Späße, ne? Und die Gespräche, Ariane, ich kann das schon gut einschätzen. Da brauchst du bei mir keine Sorge haben, dass ich da was falsch gedeutet habe, ne? Ja, ja. Oh, Pain. Absolut. Und ich stand da mit Lami und war einfach nicht mehr traurig. Ich war davor traurig. Ich war einmal traurig. Ich war zweimal traurig. Ich war wegen Sascha, naja, nicht traurig, aber entschlossen, dass es halt nicht passt. Und dann wurde ich nochmal so richtig gebrochen. Ne? Nach all dem, was ich davor schon mit meiner Ex-Beziehung erlebt habe, ich war wirklich am Ende und habe mir gedacht, jetzt geht's hier nicht weiter. Ne? Warum werde ich permanent nur verarscht? Ja, du hast genug durchgemacht, was es angeht. Und allgemein hast du genug durchgemacht. Allgemein und das Thema auch, ne? Man kann doch eine gewisse... Oh nee, warum? Ich meine, weiß derjenige, den sie datet, der weiß es wahrscheinlich dann nee, auch nicht. Der weiß es wahrscheinlich auch nicht, ja. Sowas ist scheiße, man spielt nicht mit Menschen. Also, ich habe keine Ahnung, wer es ist, ich habe nur einen Vornamen gehört. Ich werde mich da nicht einmischen. Die Person muss selber diese Richterin kennenlernen und rausfinden, ob das die richtige Person ist, ja. Ach, ich würde am liebsten wissen, wer das genau ist. Ja, ich werde aber jetzt diesen Vornamen nicht nennen, weil ich bin da nicht, du weißt ja, ich will mich nicht einmischen bei anderen Beziehungen oder Dingen. Außerdem Vornamen hier in der großen Stadt, das macht sowieso keinen Sinn. Das bringt gar nichts, ne? Nope. Das ist so. So, jetzt möchte ich aber wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gerne. Ja, und dann habe ich mit Lami halt über das Leben gesprochen und über die Liebe und über die Beziehung zum x-ten Male. Und ja, bei mir war halt dann... Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, schade, traurig, dass ich so oft solche Erfahrungen erleben muss. Ne? Vor allem, ich habe halt wirklich niemanden von all denen irgendwas getan. Ich habe generell niemanden was getan, dass das so passiert. Ne? Hm. Aber irgendwas ist dieses Jahr wohl, was mich betrifft oder meine Familie. Ne? Ich weiß es nicht. Na jedenfalls, ja, war ich dann echt sauer. Und ich hatte ein Recht darauf, sauer zu sein, habe ich zu mir gesagt. Und da habe ich zu Lami gesagt, weißt du was? Lass mich jetzt nicht mehr verarschen. Sind wir dann beide so auf die Idee gekommen, weißt du was? Wir machen jetzt aus Spaß einen Venture-Post. Wir machen jetzt einfach einen Venture-Post, Ariane. Einfach so, auf Venture. Wir schreiben da jetzt so und Lami dann, ja, okay, mache ich. Und ich so, nee, lass doch nicht. Das ist ja doch unangenehm, oh, ne? Oh mein Gott, ich habe das Posting, glaube ich, gesehen. Das hat Lami gemacht. Ja, ja. Ich suche für einen Freund, der definitiv nicht ich bin. Und ich dachte tatsächlich, Lami meint sich selbst. Nee, er hatte mich gemeint. Okay, oh, wie schön das gerade zusammenkommt. Toll. Ja, und es hat sich eine Dame darauf gemeldet. Naja, pass auf, das war wirklich unangenehm für mich, weil ich wollte das so gar nicht, ne? Ja. Und wir sind dann zum Stadtpark gefahren und wenige Minuten später kommt hier ein Fahrzeug angefahren und irgendwie mit irgendwie 5, 6 Leute stehen plötzlich da in einem Kreis, ne? Und ich bin im Kiosk drin und ich sag dann zu Lami, ja, geh doch mal hin zu denen, was wollen die denn jetzt, ne? Und irgendwie spricht er dann mit denen, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, da ist eine Dame dabei, die hat wohl wegen des Venture-Posts Interesse. Ja, und ich denke mir nur so, ja, komm, was ist das jetzt für eine Geschichte, ne? Ich meine, so einen Post machen und dann kommt jemand und sagt, oh, ich hätte Interesse, das ist ja skurril, ist das ja, Ariane, ne? Ja. Das ist einfach nur skurril. Das ist vor allem unangenehm. Unangenehm und sehr, sehr seltsam, ne? Und ich habe dem also wirklich keine Beachtung im großen Stile geschenkt. Wer ruft mich schon da jetzt an? Ach, Herr Frodonis. Ich bin gerade in dem Gespräch, ich kann leider gerade nicht mehr. Oh, liebe Grüße. Liebe Grüße soll ich ausrichten von Ariane Barnes. Grüße zurück. Jo. Nicht allzu lange. Ja, also ich würde das Gespräch mit Ariane auf jeden Fall zu Ende bringen und wir können sie die Tage dann, ne, wenn sie wollen. Machen wir es die Tage. Perfekt, dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Oh, er hat sich über die Grüße gefreut, Ariane, ne? So.
Scheiße, es gibt auf dem Weihnachtsmarkt von Aphrodon nicht so. Egal, ist egal, ist egal. Okay, weiter beim Thema. Fashion muss jetzt mal Pause. Was? Naja, und dann steht die Runde da, ne? Mir war das wirklich unangenehm. Ja. Und Lami aber dann. Lami ist ja mit Lou zusammen. Da habe ich ja nachgeholfen. Was? Mit wem? Oh Gott, jetzt habe ich zu viel gesagt. Wer ist Lou? Nein, ich habe zu viel gesagt. Ariane, löschen. Storno. Ich sag's ihm nicht, dass ich da was weiß. Keine Sorge. Ariane, wenn du mir sagst, Storno, ist Storno Kasche 3, bitte. Storno Kasche 3, was? Ja, Storno. Oh, ich bin so weit. Okay, ja, Storno, ja. Mhm. Jedenfalls, also Bellamy ist vielleicht in irgendeiner Form im engsten privaten Umkreis vielleicht irgendeine Art der sozialen Bindung entstanden. Wir wollen es nicht konkretisieren und ich habe da vielleicht ein bisschen mitgeholfen und er hat mir mitgeholfen. Ah, so ein Bro-Ding. Ist so ein Bro-Ding, ne? Ja. Bro-Dinger, da kommt auch der Name vom neuen Bekleidungsladen her. So schließt sich auch ein erneuter Kreis. Diesen Brodinger, weißt du? Oh mein Gott. Und der Plural von Bros und Broding sind Brodinger. Ne? Es sind mehrere Brodinger. Zwei Brodinger. So, jetzt los, weiter, ich bin so neugierig. Ariane, wir stehen hier und ich gehe zu der Gruppe und bringe ihnen die Getränke, die sie bestellt haben und versuche so rauszufinden, wer das jetzt ist und was jetzt die Intention dahinter war. Und... ja, es ist halt so, wenn da ein Kreis steht, Ariane, ne, und du kommst da dazu, es ist halt, ne, was soll ich dir sagen, ne, es ist halt schwierig, da reinzukommen, ne. Ja, fühle ich. Deswegen habe ich es dann auch dabei sein lassen und bin zurück zum Kiosk gegangen, habe mich mit anderen Leuten unterhalten, habe ich halt gedacht, komm, fragst jetzt nochmal nach, ne. Ja, und dann habe ich irgendwie so rausgefunden, so spaßeshalber sage ich, naja, wegen des Posts, das ist ja unangenehm, ne. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, um die Dame geht's hier. Sage ich, ja, ne, ja, tut mir leid, das ist alles jetzt sehr doof gelaufen. Aber, naja, und da kam irgendwie raus, dass es ihr nicht so gut geht und dass sie einen scheiß Tag hatte oder jetzt generell gerade eine scheiß Phase hatte. Und ich weiß nicht mehr, wie das dann passiert ist, aber irgendwie haben sich dann Leute von dieser Gruppe entfernt und irgendwie bin ich dann kurz mit ihr ins Gespräch gekommen. Ah ja, genau. Ich habe dir dann gebeten, dass sie mir helfen soll, Getränke vom Kiosk rüberzutragen. Und dann habe ich kurz mit ihr unter vier Augen gesprochen und ich weiß nicht. Ariane, es klingt wie das schlimmste Märchen der Welt, aber ich habe das kurze Gespräch mit dir sehr gemocht, Ariane. Also Sympathie war direkt schon da. Ja. Es war irgendwie so ganz anders, das Reden mit ihr. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Nach dem scheiß Tag und den letzten Tagen, die du da erlebt hast, jetzt wird so ein scheiß Venture-Post gemacht, jetzt kommen da wirklich noch Leute und warum soll ich jetzt nach Hause fahren? Ich meine, was kann ich verlieren? Was kann sie verlieren? Was können wir am Leben verlieren, Ariane? Also habt ihr euch unterhalten? Und ich habe mich mit dir unterhalten und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir nehmen uns jetzt eine Flasche Winterwhisky und wir fahren irgendwo rauf in die Berge und führen diese wunderbare Unterhaltung genau dort fort. Romantisch. Dann sind wir hier weggefahren und Ariane, so wahr ich hier sitze, ich war schon oft verliebt in meinem Leben, das ist so. Wir alle haben unsere Vergangenheit. Ich habe schon oft zu Menschen gesagt, ich liebe dich, weil ich es in dem Moment so empfunden habe. Ich habe die eine oder andere Beziehung gehabt. Also die eine oder andere Ex-Freundin geküsst. Und dabei all das gefühlt. Aber jedes Gespräch, das ich mit dieser Frau führe, jedes Mal, wenn ich sie ansehe, jedes Mal, wenn sie zu mir spricht und jedes Mal, wenn ich mich von ihr verstanden fühle, wie von keinem anderen Menschen auf der ganzen Welt, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht in einem Winternachtstraum gefangen bin, sondern dass ich mit ihr gerade erst erwacht bin. Oh, Evan, das hast du jetzt aber schön gesagt.
Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben spüre wie noch nie zuvor. Dass ich verstanden werde, dass ich mich unterhalten kann. Alles wie nie zuvor. Scheint eine wirklich tolle Dame zu sein. Ariane, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Gefühl. Ich war oft verliebt, Ariane, ist nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Aber es ist, als wäre das alles nichts gewesen gegen das, was das Leben ermöglicht, wenn es denn nur so passt wie in dem Fall. Plötzlich wirkt alles Vergangene so verblasst. Ich habe gerade ein wenig Angst vor dem Plot-Twist, aber jetzt hier weiter. Es kommt noch einer. Nein. Es kommt noch einer, Ariane. Und was für einer. Oh nein. Ja. Ja. Und wir fahren durch die Berge. Wir fahren zum Strand in Palito. Wir ziehen uns die Schuhe aus. Wir laufen durch den kalten Sand. Es ist eiskalt. Wir sehen uns an und unsere Augen pulsieren. Der Blick erpocht bis ins Herz hinein, Ariane. Es ist, als wäre ich mein ganzes Leben lang nur durch Winterlandschaften gewandert und plötzlich geht die Sonne vor mir auf. Es ist, aber das Gefühl, was man hat, wenn man sich verliebt, das kennt man, Ariane. Das ist genau das, was ich da beschreibe. Nur es ist einfach um einen so hohen Faktor, so vielfach intensiver. Es ist, als hätte ich früher nie gelebt, Ariane. Meine Güte, ich habe gerade einen richtigen Film vor Augen. Es ist genau so abgelaufen, Ariane. Es ist genau so abgelaufen. Ich war gepackt. Man kennt, dass das Gespräche intensiver werden können, dass man vielleicht um sich herum die Dinge vergisst, aber Ariane, ich wurde wie in ein schwarzes Loch eingesaugt. Raum und Zeit sind nicht nur verschwommen, sie waren einfach nicht mehr existent, Ariane. Oh mein Gott, das ist aber... Da hat sich aber ordentlich getroffen. Evan, bitte erzähl, was ist passiert? Und so haben wir den Abend verbracht, die Nacht verbracht. Ariane, wir sind dann noch an eine andere Küste gefahren von San Andreas. Und ich sag dir eins, noch in derselben Nacht, in der wir uns kennengelernt haben. Um 6:30 Uhr morgens, Ariane. Oh mein Gott. Sind wir an der Ostküste von San Andreas gestanden, auf einem großen Fels. Und haben uns dabei zum allerersten Mal umarmt, während seitlich von uns die Sonne am Horizont erschienen ist. Und mein Leben war von einem Moment zum nächsten aus den Angeln gehoben. Das klingt alles mehr als positiv, das klingt sogar unglaublich. Also wie ein unglaubliches Märchen. Ich glaube, Märchen können daran gar nicht kratzen. Weil um ein Märchen so schön schreiben zu können, wie es das ist, hätte man sowas erleben müssen. Und naja, so oft passiert so etwas wohl dann doch nicht im Leben. Komm, Evan, brich mir mein Herz. Naja, das war der erste Abend, die erste Nacht. Dabei ist es nicht geblieben. Wir haben uns wieder getroffen. Und wir hatten wieder einen unglaublich schönen und langen Abend. Wir waren bei mir dann zu Hause und haben die ganze Nacht durchgequatscht. Bis um 5:30, 6 Uhr morgens. Wieder, Ariane. Wieder. Als ich sie nach Hause gefahren habe, war schon lange hell. Ja. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Zum dritten Mal, Ariane. Und wir sind spazieren gegangen. Nee. Das war beim zweiten Mal. Verzeihung da. Alles gut. Ich bin emotional so mitgenommen von all dem, dass ich jetzt schon die Dinge durcheinander bringe. Das tut mir jetzt sehr leid, Ariane. Ja, wir sind spazieren gegangen, wir haben eine Wanderung gemacht. Mhm. Unten am Strand hoch dann zu diesem Court Center. Und wir sind auf diesem Felsvorsprung gestanden und ich habe in die Augen geguckt, Ariane. Und es war, man kann es nicht beschreiben, Ariane. Es war unser drittes Treffen. Ich war so gefesselt und gepackt von ihr und sie von mir. Wir haben uns gegenseitig unseren Blick nicht mehr losgelassen, weil wir wussten,
dass wir uns gefunden haben, das sprengt alles, was unser Leben jemals hätte bieten können. Also Evan, jetzt bin ich die ganze Zeit natürlich am Rätseln. Also in meinem Kopf ist es, ja, sie ist gestorben oder sie hat versucht, dich umzubringen oder Nein. sie ist eine Geheimagentin. Dieser Plot-Twist wird anders sein als die anderen, Ariane. Oh je. Er wird wehtun, aber er ist anders. Ja, und wir wandern hoch. Und Ariana, ich sag dir eins, es war wie in einem schlechten, guten, mega guten Film. Es war unglaublich. Ich habe sie gefragt, ob ich wollte sie küssen. Und sie hat gesagt, nein. Es war ein Hin und Her und wir sind weiter zum Callcenter hochspaziert und wollten in diesen Irrgarten da oben und wir stehen da und gucken uns nochmal in die Augen, Ariane, und plötzlich fängt es zu regnen an. Ja. Wir stellen uns unter. Bin komplett durchnässt, weil ich ihr meinen Mantel gegeben habe. Sie umarmt mich, damit ich nicht so frieren muss. Und wenig später haben wir uns geküsst. Plötzlich hört der Regen wieder auf. Genau in dem Moment hört der Regen auf. Aha. Keine Tropfen, kein Regen, nichts mehr. Wie ein Zeichen. Wie ein Zeichen, sagst du? Ja. Du hast so viel Scheiße jetzt erlebt. Auch wenn ich jetzt den Ausgang davon ja so grob weiß, aber du hast so viel Scheiße erlebt, du hattest die ganze Zeit eine Regenwolke über den Kopf. Und dann habt ihr euch geküsst und dann hat der Regen aufgehört. Eigentlich ist es wie ein Zeichen. Ja. Will ich jetzt nicht wissen. Ja. Ein wunderschönes Zeichen, Ariane. Sehr schönes Zeichen. Ja, und dann gab es da ein Problem. Sie hat wohl eine gute Freundin. Und mir ist das schon so aufgefallen, dass schon von Beginn an, wo ich mich mit ihr getroffen habe, hat sie immer wieder Anrufe bekommen von ihrer Freundin da. Und da, es war immer so diffus, ne? Dass da sie, ja, die hat sie immer so ein bisschen, ja, gewarnt und sie soll aufpassen und so Dinge. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Kannte die Freundin dich? Nee, absolut gar nicht. Hä, okay. Das scheint mir doch sehr willkürlich zu sein. Ja, so, also, sie hat es mir dann so erklärt, dass sie halt besorgt ist um sie und einfach halt generell so allgemein so ein bisschen, ne, dass sie aufpassen soll, weil halt viele Dinge passieren in der Stadt. Ich habe das auch so hingenommen, aber naja, dabei ist es wohl irgendwie dann nicht geblieben. Was meinst du? Josie. Diese Frau ist ein laufender Jumpscare. Ja, ich bin auch gerade. Ariane, irgendwann hat Josie, also meine Freundin jetzt, ne, gesagt, ich solle doch sie mal kennenlernen, ihre Freundin, mit der sie übrigens zusammen wohnt und sich eine wunderbare, schöne Wohnung. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit ihr. Du hast gesagt, irgendwann hat Josie deine Freundin? Oder ihre Freundin jetzt? Nee, Josie ist meine Freundin. Okay, und deine Freundin hat... Meine Freundin hat eine Freundin, mit der sie sich eine Wohnung teilt. Ja. Und diese Freundin, mit der sich Josie die Wohnung teilt, die hat sie von Anfang an immer angerufen und so ein bisschen, ne, sie soll auf sich aufpassen und so, ne? Ach so, ja, dann ist das ja doch nicht dieser Plot-Twist. Weißt du was, erzähl einfach weiter. Ja, ja, du weißt ja gar nicht, worum es geht, ne? Ja, ja. Und weil Josie zu mir gesagt hat, sie hätte gerne, dass ich mich auch mal mit ihrer Freundin treffe, damit wir uns gegenseitig kennenlernen können, damit ihre Freundin vielleicht auch diese, ja, ich sag mal, Ablehnung gegen mich ablegen kann, indem sie mich kennenlernt, habe ich gesagt, dann stimme ich dem Treffen zu und dann haben wir uns, ja, für Montag war das jetzt, haben wir uns verabredet und
Ja, ich habe mit Josie eben dann in der Wohnung gewartet und dann ist ihre Freundin dazugekommen. Und es war halt, Ariane, wirklich, es war einfach von der ersten Sekunde an ein Wahnsinn. Es war das volle Desaster. Was ist passiert? Sie ist reingekommen, hat mich erstmal keines Blickes gewürdigt. So eine Sache, ne? Hat schnippisch reagiert, hat überheblich arrogant gesprochen mit mir, als wäre ich gar nicht da oder ein unliebsamer Begleiter, den sie abschütteln will. Also so habe ich mich da gefühlt, ne? Das ist ja fies. Also es war wirklich ganz schlimm, ne? Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ob wir nicht zusammen irgendwas unternehmen wollen, dass wir dabei quatschen können. Dann sind wir in den Stadtpark gefahren und es war halt bei jeder Kleinigkeit ein Problem, ne? Ich sag, ja, steigen wir in das Auto ein, fahren wir zum Stadtpark. Wie, in das Auto? Hey. Wo fahren wir hin? Und es war wirklich, also das, du musst dir das Schlimmstmöglichste, musst du dir vorstellen, genauso war es, ne? Aber hat Josie denn nicht gesagt, irgendwie hör auf, ihn so scheiße zu behandeln? Also hat sie es einfach so durchgehen lassen? Also sie hat so Signale gesendet wohl und ob sie vielleicht mal zwischen unter vier Augen ihr das gesagt hat, das mag wohl übrigens auch passiert sein. Ah. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, so mit mir zu reden. Wow, da ist aber jemand richtig zufrieden mit seinem Leben. Mhm, absolut, ne? Und das war halt wirklich, Ariane, ich meine, du kennst mich auch da. Ich werde mein Bestes versuchen, um da nicht irgendwie eine Freundschaft zu belasten und mich auch von der besten Seite zu zeigen. Mhm. Und genau deswegen habe ich sogar organisiert, dass Jonathan hier mit der Ukulele am Stadtpark wartet und ich zusammen mit Jonathan für die beiden singe. Mit der Ukulele, um einfach so ein bisschen Eis zu brechen und zu zeigen, dass sie keine Angst haben braucht, dass ich schon aufpasse auf Josie. Mhm. Aber die Stimmung wurde immer schlimmer, Ariane. Also wir hier waren immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Wow, das klingt allein in deiner Erzählung schon unangenehm des Todes. Ja, so war es auch, ne? Dann habe ich zu Jonathan gesagt, es tut mir unglaublich leid, aber ich kann nicht, ne? Ich kann jetzt nicht hier fröhlich mit dir singen und Spaß haben und für gute Laune sorgen und in so einer Situation da gefangen sein. Das kann ich nicht und das funktioniert auch gar nicht, ne? Und dann haben wir irgendwie so in der Notsituation heraus irgendwie dann auf einen anderen Plan geswitcht und haben gesagt, ja, ich muss irgendwas tun, habe ich gesagt, ne? Ich kann das nicht so stehen lassen, weil dann müsste ich das Gespräch jetzt beenden und wir haben hier das Riesenchaos. Das geht nicht, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ich will, dass ich mit dir auf eine Gesprächsbasis komme, wegen Josie, damit die auch da keine Probleme jetzt kriegt deswegen, ne? Ich wollte es wirklich, Ariane. Mhm. Und dann hat sich Jonathan so als mit einer Tasche halt dahingestellt. Das war wirklich nicht überlegt, das Ganze, ne? Das war alles so zwischen Tür und Angel, weil ich auch nicht wusste, was wir jetzt tun sollen. Und Leinwut hat dann so getan, als würde sie dem Opa die Tasche wegreißen und davonlaufen, ne? Und ich dachte mir dann so, wenn ich dann nachlaufe und sich das dann später irgendwie eben als Spaß herausstellt, dann könnte ich vielleicht aufgrund dieser extremen Situation mit dir auf eine andere Gesprächsbasis kommen und das Eis brechen. Ich bin da für so experimentelle Methoden durchaus offen. Und ich dachte mir irgendwie, es braucht so einen starken Impuls vielleicht, damit wir uns wieder auf eine normale Ebene begeben können. Ja. Aber das lief gehörig schief, Ariane. Das Erste, was sie nämlich gemacht hat, ist, dass sie nachgelaufen ist. Ich konnte gar nicht reagieren so schnell. Scheiße. Und während sie nachläuft, ruft sie das Bidi an. Ach du Kacke, da ist ja wirklich alles schief gelaufen. Da ist alles schief gegangen und zwar gewaltig. Oh Kacke. Und ich bin aber in der Zwischenzeit schon zu Josie gegangen und habe gesagt, dass das also jetzt hier übertrieben war, weil ich das eigentlich, ja, weil hier nichts passiert ist in Wahrheit, sondern weil das ja alles nur so, ja, ich sag jetzt mal, geplant war, ne? Mhm. Und dann war hier Riesenchaos, ne? Riesenchaos hier im Stadtpark. Riesenchaos. Und das nur, weil du ein Date hattest und die beste Freundin dabei war? Ja. Wow. Nun war die Sache natürlich schwierig für mich, weil ich dachte mir, jetzt ist wahrscheinlich Josie auch angepisst auf mich, weil ich sowas veranstaltet habe. Aber ich musste auch ganz ehrlich sagen, Ariane, da war auch nichts dabei jetzt, ne? Es ist halt wirklich nichts passiert und am Ende vom Tag, wenn die nicht so überreagiert hätte, hätte ich das auch innerhalb von wenigen Momenten alles aufgeklärt, ne? Ja.
wir das nur quasi aus Impuls nutzen wollen, um mit dir einfach in ein anderes Gespräch einzutauchen. Aber auch dieser Versuch ging halt vollkommen in die falsche Richtung, leider. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass sie das sofort genutzt hat, um ihren gesamten Hass gegen mich auf diese Sache aufzubauen. Ich habe dieser Frau in die Augen geguckt und du musst dir wirklich vorstellen, das war einfach nur grenzenlose Ablehnung. Hat sie vielleicht einen allgemeinen Männerhass oder hat sie es wirklich speziell gegen dich gerichtet? Naja, also ich kann dir noch nicht alles ganz genau sagen. Aber das Problem an der Sache war halt Josie. Die war am Ende. Ihre beste Freundin und ich, den sie gerade kennengelernt hat. Und dieses Riesenproblem da dazwischen. Und sie ist halt nur auf mich draufgegangen, ne? Also wie als hätte sie endlich jetzt ein Ventil gefunden, um ihren ganzen Hass auf mir loszulassen. So war das. Mhm. Du hast richtig gemerkt, diese innerliche Ablehnung, ne? Bei jedem einzelnen Wort. Und ich habe auch gesagt, woher kommt denn diese Ablehnung? Was habe ich Ihnen denn überhaupt getan? Sagt sie nichts. Sie ist einfach da. Sie hat nichts darauf gesagt. Nee, sie hat gesagt nichts. Die ist einfach da. Ja, sie war von Anfang an da. Okay, ich bin gespannt auf die Auflösung. Ja. Und sie hat sich auch im eigenen Gespräch ständig widersprochen und dann auch nur Blödsinn geredet. Und das war wirklich vollkommen emotional übertrieben. Also ich kann es mir nicht, so rationale Erklärung hatte ich keine. Wirklich nicht. Mhm. War wirklich einfach maßlos, ne? Vor allem, sie hatte keine Ahnung, wer ich bin. Angeblich bin ich einmal mit ihr Taxi gefahren, da hatten wir aber leider nicht mal ein Wort wechseln können, was sie am Telefon war. Also sie hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Das ist wirklich seltsam. Mhm. Es macht keinen Sinn. Es könnte Sinn machen, wenn ihr irgendjemanden Floh ins Ohr gesetzt hätte. Oder sie vielleicht mal was von dir wollte und du sie mal abgelehnt hast oder solche Sachen. Das würde alles Sinn machen, aber so? Ja. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass sie wohl irgendwann Lani getroffen hätte. Und das Erste, was sie dann auch zu mir gesagt hat, und überhaupt, ne, hat sie zu mir gesagt. Oder hat sie, ich glaube, Josie hat sie das erzählt, genau, dass ich ja mit so vielen Frauen was hätte. Und das hätte ihr angeblich Lami erzählt. Also denn dir völlig fremde Frau hat plötzlich was gegen dich, spielt den Aufpasserhund, was allgemein sehr peinlich ist und Josie ein bisschen doof dastehen lässt natürlich. Mhm. Und meint dann, das ist, weil der hat mit so vielen Frauen. Ja, weißt du, ja und? Wo ist das Problem? Nee, pass mal auf. Die Sache war halt einfach auch noch erfunden obendrein, ne? Ich habe ihr dann genau in diesem, in Lami habe ich gesprochen und dann habe ich sie konfrontiert. In diesem Gespräch, wo sie dann diese ganzen Ärger über mich, woher auch immer das kam, abgelassen hat, ne? Da habe ich dann zu ihr gesagt, ja, und überhaupt diese Geschichte da, dass ich mit so vielen Frauen was hätte, ne? Die Lami angeblich erzählt hätte. Sage ich, da haben sie auch eine ordentliche Lügengeschichte erfunden. Alles frei erfunden. Jetzt nicht mal abgestritten. Was ist denn hier Problem gewesen? Ja. Klär mich auf, Evan. Wie ging's weiter? Ja, kann ich dich aufklären. Ich war mir klar. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, sag ich, sonst ich bin vom ersten Moment dann auf sie zugekommen. Freundlich, offen, kommunikativ. Ich habe verschiedene Themen versucht anzuschneiden. Sie haben nur abgeblockt. Sie war nur arrogant zu mir, nur überheblich. Sie haben mich behandelt wie den allerletzten Dreck. Mhm. Obwohl ich so nett auf sie zugehe und ihnen beide Hände ausstrecke. Für Josie. Und was sie machen, sie können nicht mich schädigen oder mir was Schlechtes tun mit ihrer Art. Sag ich. Mein Leben dreht sich weiter, mit oder ohne ihn. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Es gibt nur eine einzige Person, die darunter leidet, was sie jetzt hier veranstalten. Und das ist Josie. Und nicht ich. Sag ich. Wir gehen jetzt auseinander. Aber versprechen Sie mir, dass Sie das wieder gut machen bei Josie. Das ist mein einziger Wunsch. Sie können über mich denken, was Sie wollen. Das wird mich gar nichts angehen. Wirklich, Ariane, du kannst dir so ein Gespräch nicht vorstellen, glaube ich, ne? Also es wäre sogar wirklich ganz heftig. Ist ja richtig, als hätte die einen Quersitzen, meine Güte. Und dann
kommt der große Knall. War mir hundertprozentig sicher, was dann passiert, ne? Ihr wollt ja nach Hause. Und ich habe Josie schon mitfahren gesehen. Mhm. Aber Josie kommt mit mir mit und sagt, so nicht. Oh, wow. Ich lass mich nicht manipulieren. Aha. Das bei mir eingestiegen. Erzähl ruhig weiter, ich will nur wissen, wegen dem Namen Josie, der kommt mir so bekannt vor. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich erzähle gleich alles. Okay, nee, ich habe sie auch nicht unter meinen Kontakten. Ich dachte, ich hätte, aber es war Jodie. Dann telefonieren die nochmal und sie streiten am Telefon und dann geht es plötzlich darum, dass sie jetzt ausziehen aus der Wohnung, die sie gerade gemeinsam... Ja, aber warum eskaliert das denn so? Was ist denn mit der anderen? Ich weiß es nicht. Also weißt du das bis heute nicht? Nein. Es wird halt noch schlimmer. Wir fahren dann weg, wir nehmen uns die Zeit, wir quatschen miteinander, wir fahren zum Observatorium, stellen uns dahin, schauen über die Stadt und ich versichere ihr, sage ich Josie, egal was kommt, sowas hält mich nicht davon ab, meine Gefühle für dich zu empfinden. Und schon gar nicht, diese Dinge können mich von dir schon gar nicht abhalten. Sag ich, was ich mit dir erlebe, was wir beide zusammen erleben, das steht über allen anderen Dingen, die wir beide jemals in unserer Vergangenheit erlebt haben. Das gibt man nicht auf. Gar nicht wegen sowas. Und dann klingelt wieder das Telefon. Und es ist wieder ihre Freundin. Und plötzlich sagt sie, ja, sie hat einen Autounfall gehabt. Und es geht ja so schlecht. Und zieht oh alle mein Register. Gott. Ach, so eine Drama-Queen. Also so eine, die immer im Mittelpunkt steht. Okay, ja. Ganz schlimm. Und zieht wirklich alle Register mit Unfall und so. Man, du denkst dir wirklich, du bist im Kindergarten, ne? Ja, solche Personen kenne ich. Wow. Das ist toxisch. Extrem, ja. Ich stelle dir nur mal eine Frage, aber das, einfach nur so nebenbei. Ja. Der Name der Freundin, fing der Name mit einem A an? War Ariane. War der nächste Buchstabe ein M? Ein was? Ein M. Weißt du, was lustig ist? Ich weiß den Vornamen nicht mehr, ich weiß nur den Nachnamen. War das eine Dame, die Akzent hatte? Nee. Okay, dann, weil ich habe sowas hier schon mal erlebt. Okay, dann ist sie das nicht. Wie fängt denn der Nachname an? Den Nachnamen weiß ich nicht, ich weiß nur den Vornamen. Und das ist eine Dame. Als ich sie zuletzt gesehen habe, hat sie so ein bisschen sportlicher angezogen, hat eine sehr sexy Stimme tatsächlich. Bin ich auch ein bisschen verfallen. Oh. Ja, also wäre Larry nicht, wäre ganz gefährlich für mich geworden. Oh. Und hat zwei Zöpfe, Kappe, eher so ein Vespucci-Style halt. Okay, nee. Okay. Nee. Dann hätte ich dich nämlich jetzt ganz, ganz eindeutig gewarnt. Okay, ich verstehe. Nee, in dem Fall. Danke, aber in dem Fall tatsächlich nicht. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ja, und dann war Josie auch so davon enttäuscht, dass sie dann auch tatsächlich beschlossen hat, dass sie bei mir übernachtet, ne? Verständlich. Und wie ging es weiter? Ja, gar nicht, ne? Sie hat dann am Montag auf Dienstag bei mir übernachtet und das war das vorläufige Ende der Geschichte. Oh, aber ihr seid zusammen? Wir sind zusammen, ja. Oh Gott, und sie wohnt noch mit der... Sie wohnt mit der Dame noch zusammen offiziell? Ja. Scheiße, Evan, was ist denn bei dir los? Ach ja, ne, ich will nicht sagen, dass ich es einfach habe. Nein, das ist ja... Oh mein Gott, du ziehst das ja magisch an. Also du hast jetzt quasi die wirklich eine Frau fürs Leben gefunden, aber... Mir gleichzeitig das größte Problem meines Lebens geangelt, ja.
Das ist einfach das größte Komma aber, das ich seit langem gehört habe. Die Freundin. Das hört sich jetzt blöd an, aber meinst du, sie will vielleicht was von Josie? Dass sie deswegen so reagiert? Es gibt auch so, das gibt's unter besten Freunden, das gibt's aber auch unter Geschwister. So eine Art Gatekeeping. So dieses nur ich darf die Person haben und kein anderer. Und wenn jemand anders mit der Person zu tun hat, dann auch nur mit meiner Erlaubnis. Das klingt schon ziemlich abgedreht, ne? Das klingt krank und gefährlich, würde ich eher sagen. Ja. Bin ich auch. Also ich habe mir bei das jetzt noch keine Gedanken gemacht, Ariane, ne? Lass sie das jetzt aber nicht kaputt machen von der anderen da, aber wird Josie denn noch mit ihr befreundet sein? Nach solcher einer Aktion? Ich weiß es nicht, ne? Kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass das für mich alles furchtbar, also das hat einfach krank gewirkt auf mich, ne? Definitiv. War einfach Wahnsinn. Also das war, und dann diese Anrufe und ich habe jetzt einen Unfall, das war alles so abgedreht, Ariane. Unglaublich. Das erinnert mich tatsächlich an die Situation, mit der, die ich mal miterlebt habe. Nur, dass die, sagen wir mal, die eifersüchtige Person dann mit einem Messer vor ihrer Liebsten stand. Ach du Scheiße. Weißt du, das eine ist ja, Menschen können ja so sein, wenn sie wollen. Das andere ist, wenn sie damit halt Anklang finden. Mhm. Und Josie steigt halt auf die Gespräche auch ein, ne? Und führt diese Endlos-Diskussion, bis niemand mehr kann und will, ne? Und das ist das Schlimme an der Sache. Ich habe echt Angst, Ariane. Puh. Ich habe die größten Gefühle und die großartigste Person in meinem Leben kennengelernt und ich habe gleichzeitig die größte Angst in meinem Leben. Das verstehe ich, aber da müsstest du irgendwann auch mal mit Josie reden, weil die Person kann ihr ja nicht gut tun. Wer? Die Freundin von ihr. Das ist toxisch und gefährlich. Wie hast du sie gerade genannt? Ich nenne Josie, habe ich gesagt. Ich verstehe nicht. Habe ich jetzt was falsch verstanden? Wie hast du sie gerade genannt? Josie? Nee, nicht Josie. Die andere, die Freundin. Ja? Ja, ich habe nur Freundin gesagt. Oh. Toxisch, habe ich gesagt. Ach, toxisch. Okay. Wieso? Heißt sie Toxiana? Ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Bei mir hat gerade was geklingelt. Heißt sie Foxy Moxy? Irgendwie sowas? Toxisch. Roxy. Nee. Ariane, waren das jetzt genug Plot-Twiste für heute Abend? Ja, ich bin tatsächlich auch ziemlich müde und werde jetzt gleich schlafen gehen. Das war wirklich jetzt nach der Bahnfahrt. Ich fühle mich gerade, als hätten wir zusammen Kinofilm geguckt. Ja, und das alles in den wenigen Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Stimmt, ist keine lange Zeit. Ich finde, das tut mir wirklich leid. Ich würde mich jetzt eigentlich für dich freuen, aber sowas ist kannst dich freuen. Schön. Ariane, ja. Du kannst dich freuen. Du kannst dich freuen. Ich habe auch zu ihr gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir für einige wenige Tage gespürt haben, wie schön das Leben sein kann. Das ist das Schlechteste von allen Fällen, die wir erleben können. Oh, du gibst nicht auf, ne? Also du wirfst doch jetzt nicht das Handtuch. Nein, auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn es schwierig wird, oder? Nein, ich habe zu Josie gesagt, sage ich, das ist in Wahrheit, was da gerade passiert mit deiner Freundin, ist für mich nur ein leichter Wind. Aber da draußen auf der wilden See gibt es noch ganz andere Stürme, bei denen wir uns schützen müssen. Das ist nichts dagegen. Und ich habe ja auch versprochen, dass ich sie auch vor all dem beschützen und bewahren werde. Das ist ja anständig von dir, aber trotzdem müsste Josie da auch aktiv werden. Naja, sie hat bei mir übernachtet. Sie hat das Telefonat beendet. Also, das war mal ein Anfang. Die Frage wird sein, wie geht's weiter, ne? Ja. Weil je mehr ich drüber nachdenke, desto schlimmer und grauenvoller finde ich das eigentlich, was da besteht, ne? Aber die Frage ist ja nicht nur, wie geht's weiter, sondern was ich mich frage ist,
Was ist denn da schon alles passiert in dieser Freundschaft zwischen den beiden? Das kann ja einfach nicht das erste Mal sein, es sei denn, die Dame hat wirklich speziell nur gegen dich was. Aus welchem Grund auch immer. Ich wüsste ihn halt auch gerne, ne? Aber sie wollte ihn mir nicht nennen. Aber sie... Also gehst du davon aus, dass sie einen Grund hat oder hat sie gesagt, es gibt keinen Grund? Sie kann ja keinen Grund haben, ohne mich zu kennen. Und selbst wenn sie mich kennt, muss das ein persönlicher Grund sein. Ja, ja, ich dachte, sie hat vielleicht sich irgendwie verhaspelt oder sowas. Nee. Boah, Evan, ich muss gleich wirklich schlafen gehen. Jetzt bin ich aber richtig müde. Ja. Marianne. Tut mir leid, dass ich dich jetzt in meiner Geschichte so lange... Nein, alles aufgehalten hat, ne? Tatsächlich, das Problem ist, es ist dein Leben. Es ist schwierig jetzt zu sagen, das war für mich, war sehr spannend zu hören. Ja. Naja. Aber weißt du was, es war wirklich sehr spannend, das zu hören. Ich hoffe nur auf ein Happy End. Das wird's geben, Marianne. Das muss es geben, Marianne. Dafür ist es zu schön. Lohnt sich also dafür zu kämpfen? Lohnt sich nicht nur zu kämpfen, es ist alternativlos. Schau mal, ich hatte auch einen ganz komischen Start in meiner Beziehung und... Ja, hört sich jetzt doof an, nach dem, was ich dir alles über Larry da gesagt habe, aber es ist halt ja immer noch... Auch ein holpriger Start kann, eine schöne lange Beziehung nach sich ziehen. Ja, und ich bin unglaublich glücklich, dass ihr in so einem Stadion angekommen seid, wo es aktuell so gut wie noch nie zuvor läuft. Die Beziehung geht immer mit Wellen einher, ne? Es wird immer negative Phasen geben, die auch mal sehr lange und sehr hart sein können. Ja, die Welle war nur wirklich, die war, puh, das war schon nahe der Hölle. Also da habe ich schon Lava gesehen. Siehst du, aber wie man daraus hervorgeht, das ist doch das alles Entscheidende am Ende vom Tag. Ja, trotzdem war es beängstigend. Da haben wir uns ganz schön was am Kopf geworfen. Aber hey, er hört sich sogar irgendwie sexy an, wenn er schreit. Ich hoffe, ich auch. Was meinst du? Ich meine, Larry und mich gerade. Ach so. Ich wünsche euch das Allerbeste, wie eh und je. Evan, was machst du denn so die Tage? Wie sieht denn jetzt dein Plan für die nächsten Tage aus? Habt ihr euch denn nochmal verabredet? Noch nicht. Nee. Aber ihr seid definitiv noch in Kontakt. Ja. Okay. Warum fragst du, Ariane? Weil ich mich so sehr in dich verliebt habe, Evan. Larry, ich mich recht. Auch in dich. Oh, wir können es nicht mehr zurückhalten, Ariane. Nein, ich kann doch gar nicht mehr normal hier sitzen. Küss mich. Ja. Ende! Jetzt ist es raus, ne? Ja, und hinten fährt Larry mit der Ellie und mit Josie an uns vorbei. Mit wem? Mit der Ellie, sein Auto, mit Josie drin und hinten dran, ist so, mit so Draht, ist die Freundin dran geklemmt. Und wir küssen uns, weißt du? Wir küssen uns, ja. Und der Kiefer, der Freundin, macht die ganze Zeit die ganze Zeit über den Bord, über den Straße. Ja, genau. Weißt du? Ja. Gut, meine Fantasie ist tatsächlich manchmal ein bisschen krank. Ja, das tut mir natürlich auch leid, dass du solche Gefühle entwickelt hast, Ariane, aber da muss ich dich enttäuschen, ne? Oh, Pain. Das tut weh. Ich weiß, aber ich mache es besser kurz und schmerzlos. Es ist aus zwischen uns, Ariane. Scheiße. Ich mache Schluss mit dir nach 10 Sekunden. Das ist meine längste Beziehung. Ja. So, Evan, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Sonst kann ich gleich nicht mehr gerade fahren. Und bring dein ehemaliges Auto auf jeden Fall bald mal zum ACLS. Ja. Ja. Evan, ich wünsche dir alles Gute mit Josie. Ich dir auch mit Larry, komm her. Ja. Wenn wir uns schon nicht küssen, dann wenigstens eine Umarmung, weißt du? Ja. Er ist dir ein bisschen kalt. Danke für den Kaffee. Danke für den Besuch. Danke für das spannende Gespräch. Und melde dich bei mir. Wir bleiben ja die ganze Zeit in Kontakt. Melde dich bei mir. Okay, dann melde ich mich bei dir. Ich hatte es versprochen und ich habe es eingehalten. Das stimmt. Dauert ein bisschen bei mir, aber Antwort kommt.
Das ist in Ordnung. Und bei mir ja auch. Du siehst ja, dass es eben so ist, wie es ist, ne? Ich bin übrigens über die Weihnachtsfeiertage dann doch bei meiner Mutter zu Hause, um mich um sie zu kümmern. Ja, ist auch besser so. Aber die nächste Woche und dann wieder danach bin ich auf jeden Fall unterwegs. Also wenn dir irgendwann mal nach Reden ist, sagst du Bescheid. Und wenn dich nicht, dann ist es irgendwann mal, ne? Mach ich. Aber vielleicht siehst du mich auch irgendwann einfach mal im Stadtpark wieder. Ja. Ja, lass dich nicht festnehmen, Evan. Und gute Nacht. Gute Nacht, Ariane. Ariane! Oh mein Gott, Evan! Was denn? Kann ich meine Hose nicht einloggen? Achso! Ich hab kein Auto. Weißt du, ich guck nur mal zu, ist Moment. Ja. So. Ich bin drin, Ariane. Im Wagen, weißt du? Du bist drin. Wo wohnt denn der Herr? Im Hotel da hinten wieder, weißt du, ne? Weißt Bescheid, ne? Das Hotel, um eine Ecke. Um eine Ecke heißt das Hotel. Ich weiß es schon wieder nicht. Warte mal, hier vorne links das nicht, rechts, ne? Rechts, rechts, rechts. Ja, und dann nochmal rechts und dann nochmal rechts und dann links. Ah, okay. Hier gibt es so viele Hotels einfach. Ja. Das ist eine Großstadt. Das gut gehen, ne? Wieso? Na, ich meine, du kriegst immer die Bettwäsche gewechselt, neue Handtücher. Bin ich ein bisschen neidisch. Ja, Ariane. Genau, und dann wieder links. Hier links, hier ja, links. Ja. Moment, ich muss ja gucken, ob ich hier so... Ja, darf ich. Keine Ahnung, ob ich das darf. Ich glaube, ich darf da vorne durch. Ja, ja. Darfst du. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Wünsche ich dir auch. Gute Nacht. Tschüss.